Hallo und herzlich willkommen zurück hier zur Sims 4 Doppelhaus Challenge. Ich muss gerade mal gucken, ob hier noch alles so ist, wie es sein soll. Ja, ist es, dann können wir ja weitermachen. So. Wir hatten schon lange keine Versammlung mehr. Willst du mich verarschen? Du hast hier einfach Dauer gelebt ein paar Tage, ohne dass ich es wollte, ja. So, Aya sitzt mittags neben einem neuen Mitschüler und entdeckt etwas Rosafarbenes in seiner Butterbrotdose. Ist das ein Lätzchen? Der Junge lächelt nervös und sagt, er habe mal wieder die Dose seiner kleinen Schwester erwischt. Dann fällt das Lätzchen herunter, sodass jeder es sehen kann. Soll sie es aufheben oder einfach ignorieren? Ach, sie ist doch ein Familienmensch. Oh Gott, Entschuldigung. Aya stellt ihren Fuß vorsichtig auf das Lätzchen und schnappt es sich, als niemand hinsieht. Doch leider hat der Raufbold der Klasse alles mitbekommen und nennt sie ein kleines Baby. Würdest du das bitte aufklären, Neuling? Nein? Ach so, ich dachte, wir können ihm das geben. Ups. Ja, okay. Anbrüllen. Mit Lätzchen erwischt. Ja, so peinlich sollte das nicht sein. Schlabberschmatz schlagen. Wir schlagen erstmal Schlabberschmatz, da bin ich auch voll für. So, aber Aya muss jetzt ein Projekt machen. Und das passt hier schon nirgendwo hin. Stellen wir es doch. Warum kann ich es hier nicht hinstellen? Weil die Tür im Weg ist, okay. Was macht Konfliktlösefähigkeit? Gar nichts, okay. So, beginn einfach vorsichtig zu arbeiten. Die Hausaufgaben sind weg aus ihrem Inventar. Das hätten wir vielleicht nicht verkaufen sollen, kann das sein? Okay, weißt du was? Jetzt ist erstmal die armen Ritter. Dann darfst du die Toilette benutzen, ein ärgerliches Häuflein machen und ein Schaumbad nehmen. Nein, ich möchte nicht zu Joaquin rüber. Der ist mir ein bisschen zu aufdringlich, der Typ. Kommunikation Level 3, das ist schön. Dann hat Danik das schon mal in der Tagespflege gelernt. Das ist schon mal praktisch. Schön im Kindergarten. So, ich habe Geld verdient, das ist schön. Und Danik ist auch wieder da. So. Wir können Danik jetzt ja erstmal umarmen. Und dann können wir Danik Essen geben. Und zwar ein Erdnussbutter-Gelee-Sandwich. So, und wenn. Warum bin ich denn jetzt so dreckig? Diese Frau macht mich fertig. Okay, geh mal die Rechnung bezahlen oder auch nicht. Okay. Mal einen Frosch züchten. Oh Mann, ey, kann ich jetzt die Rechnung bezahlen? Uns fehlen drei Simoleons, ja. So, wir haben ja ein Foto zu viel gemacht. Jetzt können wir aber die dumme Rechnung bezahlen. So, der Danik bekommt jetzt ein Foto vom Papa, von der Mama. Wir hängen es erstmal hier hin. Wir werden es nochmal anders ein bisschen schöner machen. Das ist eine Katastrophe hier, ey. Geh das mal schnell auf die Toilette. Warum sind wir nur so dreckig? Wir haben noch nichts gemacht. Rauslassen. Okay, lassen wir Danik mal raus. Mama, hol mich raus. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Okay, ich als dreckige Mama möchte mein Kind jetzt nicht weiter so anfassen. So, Danik. Danik braucht noch Spaß. Und er kann erstmal aufs Töpfchen gehen. Und, na, das machen wir später, denken und Fantasie. Ja, dann fangen wir doch mal an mit Formen. Und dann kann er ja auch in den Schlaf gelesen werden, nachdem die Mama jetzt erstmal duschen geht. Das passt ja auf keine Kuhhaut. So, Hausaufgaben machen kann sie irgendwie nicht mehr. Aber wir können das Projekt anfangen. Und sie beginnt einfach mal vorsichtig zu arbeiten. Da kriegt sie nämlich Verantwortung für. Eigentlich so ein Puppendings auch. Komisch. Warum heulst du denn unter der Dusche? Oh Scheiße, ey.
Mit wem redet sie denn bitte? Okay, Danek bekommt gerade Spaß. Das ist gut. Dann helfen bei ihm nicht Formen beizubringen, weil er jetzt in den Schlaf gelesen werden kann. So, hör mal auf. Wir lesen dich jetzt in den Schlaf. So. Mensch, sinnvoll verbracht. Alles immerhin sinnvoll, nicht mal so eine Rabenmutter. So, Aya hat Mental Level 3 erreicht. Mental. Mental. Oh, Alte. Jetzt bring das Kind mal ins Bett, ne? Ach, der geht schon. Ja, ist ja gut. So, damit sich Fantasie erhöht. Jetzt liest dein... Dann hilf halt beim Projekt. Jetzt guck dir nicht das Foto da an, ey. Also... Ich habe Raumfahrttechnik erworben, die Fähigkeit. Das ist ja schon mal nicht schlecht, ne? So, die Katze macht mit. Mein Kind denkt sich so, Alter, was geht bei der? Alles klar, alles klar. Ja. So. Gut, das reicht. Nee, halt. Du nimmst jetzt erstmal frei für nächsten Tag. Sie hat da irgendwas Komisches. Warte mal. Was hat die denn alles hier? Friedliche Momente. Ah, der kleine Frass ist im Bett und die Welt ist gleich viel friedlicher. Sorgfältig gearbeitet. Das ist schön. So, dann hör mal auf, ihr zu helfen. Meld dich da bei der Arbeit, dass du frei nimmst. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das hier noch weitermachen. So, seht ihr jetzt so ein Sonnensystem-Ding. Jetzt braucht sie noch ein bisschen Spaß. Ich würde sagen, sie macht noch irgendwie hier sowas. Zeichnen. Zeichne mal Formen. Das müsste doch Spaß machen, oder? Ja, ein bisschen. Sag mal, Katze, was stimmt denn nicht? Okay. Jetzt darfst du aber schlafen gehen. Mensch, meine Tochter ist ja nicht ganz unbegabt. So. Ayas ganze Bilder, die hängen wir jetzt auch mal auf. Wollen ja die Schaden, ne? Halt, stopp, halt, stopp. Du musst jetzt nämlich wieder aufstehen. Schrei doch nicht so. Du kannst ganz normal aufstehen. Ich weiß, dass Schule wirklich erschreckend ist, ne? Aber du musst wirklich nicht übertreiben. So, wir nehmen uns mal ein Gericht. Er benutzt seine Windel. Das ist jetzt nicht so das Geilste. Du stehst mal auf und spielst erstmal einen Moment Videospiele. So, ich glaube, das hier wird nicht lange da sein, weil Livos die Erweiterung davon, glaube ich, nicht hat, dass wir das da stehen lassen können. Deshalb werden wir es dann mal verkaufen, wenn wir umbauen, aber wir können es dann noch ein bisschen stehen lassen. So ist ja nicht. So, und wenn du schon mal hier bist, darfst du natürlich den Kinderkanal schauen, bis du zur Schule gehst und dabei halt dein Frühstück essen. Das haben wir ja früher auch gemacht, weil wir ja so richtig vorbildlich Eltern hatten. So, dann hörst du jetzt mal auf zu spielen. Und kannst mal kochen. Und zwar mach mal Grill. Ach, wir können gar nicht kochen. Okay, hat sich das auch erledigt. Moment, wir können aber einen Frosch züchten und dann was kochen. Also nachdem wir ihn dann verkauft haben, so geht das. So lässt sich das sehen. So, die werden dann gegossen vom Blumendienst, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ein Gourmet-Menü. Nehmen wir mal ein Joghurt-Parfait. Ne, das ist ja irgendwas... Ne, das passt nicht. Frühstück servieren.
Ein Omelett. Wir sind jetzt ganz, ganz geil drauf. So. Du darfst nicht die Windel benutzen. Es dauert ja eh noch einen Moment. So, sie ist satt und alles. Dann darfst du jetzt so zur Schule gehen. Ich meine, hier ist alles grün. Was will man mehr, ne, wenn das Kind zur Schule geht? Alte, du machst das auf dem Waschbecken. Merkst du das, ja? Merkst du, dass das nicht so gut läuft, ja? Mama, was machst du da? Ja, mein Kind, ich kann es auch nicht verstehen, was ich da mache, ehrlich gesagt. Ich bin auch zutiefst schockiert. So, wo ist unser Sohn? Der sitzt und steht halb im Bett oder so. Du kannst erstmal deine Alltagskleidung anziehen. Und dann hier hingehen. Aya ist zur Schule. Okay, dann darfst du fleißig lernen, Aya. So. Ist ja unser Streberkind. Und Danik wird dann auch ein Streberkind. Bist du dann mal fertig, ja? Oh, ein Gericht nehmen. Dann darfst du dabei den Kochkanal schauen, weil das macht dir ja Spaß. Kannst du das auch dabei zuschauen? Ich meine, essen und zuschauen. Oh, wir haben uns zur Geekon freigenommen. Können wir einen PC gewinnen? Das sollten wir machen. Wir haben wieder das Ding. Wir ignorieren es diesmal. Okay. Ups. Also der Kleine kann natürlich nicht dahin reisen. So, wir gehen jetzt aber mal hier hin. Ja, hör mal auf hier, Mensch. Lass deinen Sohn weiter den Kochkanal schauen, kann ja nicht schaden. Und der Gärtner war unterwegs. Unterwegs ist auch gut gesagt. Der Gärtner war da. So, wir können aber noch nicht den Frosch züchten. So, wir werden da jetzt hinreisen. Und für Danik, ach, der geht ja so oder so zur Tagespflege. Vielleicht kriegt er da jetzt mal Fantasie Level 3. Dann ist der nämlich auch so, dass der dann in Ruhe älter werden kann. Dann können wir dem ja nochmal irgendwie Bitte und Danke beibringen oder sowas. Dass dann zumindest auch die Erziehung dann stimmt. Ich glaube, das Problem hat Silvos auch nicht, weil er das Add-on dazu, glaube ich, gar nicht hat. So. Ich würde sagen, wir begeben uns mal hier hin. Dann bau halt mit einem Raumfahrtding. So, Daniks Geburtstag naht. Das ist schön. Dann wird Danik bald zum Kind. So, jetzt haben die Herausforderungen begonnen. Das heißt, wir werden am Programmiermarathon teilnehmen. Ich meine, wir sind ja auch nicht schlecht, ne? Also. Und dann werden wir das hier noch machen, den Spieletest. Und dann gewinnen wir ja vielleicht was. Okay, Danik wollen wir nicht hierher bringen. Na, hier haben wir ja schon eingekauft, ne? Aber das können wir uns ja zu Hause auch nicht hinstellen. Das ist es ja halt, ne? So, wie viele Punkte kriege ich? Ich bin konzentriert. So, ich muss ja noch Konzentration aufrechterhalten, ne? Okay, wir machen erstmal den ultimativen Spieletest. 63%. Mal sehen, ob das passt. Geht ja nicht zufällig 2 Stunden. Das wäre jetzt echt geil. Oh nein, ich werde älter. Oh mein Gott. Scheiße, ich werde ja älter. Da muss ich nachher Geburtstag feiern. Okay, ich habe was erzielt. Oh, ich habe nur 30 erzielt. Ups, ich bin da durchgefallen. Hoppala. Spiel spielen, Sport, Spaß. Okay. Ich bin ja konzentriert. Dann gucken wir jetzt mal, dass wir bis 16:30 Videospiele spielen. Dann haben wir das hier nämlich auch erfüllt.
Oh. Ich habe Platz 1. Das heißt, wir haben ein Computergeschenk bekommen. Das ist schön. Mein Kind hat eine 1 bekommen. Das ist auch schön. Minuten unter Genies. Okay. Müsste ich jetzt das nicht mal getan haben, so langsam? Yes! Ah. Videospiel oder App programmieren. Alles klar. Okay, dann können wir jetzt nach Hause gehen und eine Geburtstagsparty veranstalten. Aber Daneks Geburtstag ist, glaube ich, erst morgen, oder? Da müssen wir mal gucken. Ich weiß gar nicht, wann Danek... Aber Aya hat noch nicht, ne? Aber bei Aya brauchen wir, glaube ich, noch ein bisschen länger. Bis sie dann zum Teenager wird. Und wir das ganze Zimmer umdekorieren müssen. Ich sag's euch. Das wird lustig. Hallo? Mensch, dauert ja zum Glück nicht ewig. Ich muss morgen noch mal mir 2 Happy Meals kaufen, weil es im Moment Pokémon da im Angebot gibt. So. Bewunderung ausdrücken. Dann kannst du ja mal deine Tochter liebevoll umarmen. Immerhin ist es dein Streberkind, ja. Liebevoll umarmen. Wange küssen. Lustige Gesichter schneiden. So, was macht Danek? Der ist jetzt, ja, okay, Fantasie und Töpfchen muss noch geschult werden. Huch. Was können wir denn mal für Fantasie machen? Ein Dings ins Inventar legen, das ist immer gut. Oh, warte. Puppenhaus macht Fantasie, ne? Mit Puppen spielen, das ist gut. Wo können wir einen Frosch machen? Es geht schon wieder los, einen Frosch züchten? Können wir, das ist gut. So, wir müssen noch Programmieren-Dings machen. So. Vielleicht kaufe ich mir, dass meine Dings hier, die nach unten geht, dass ich immer wach bin. So, und zwar gehst du mal die Toilette benutzen, eventuell. Was ist mit dir? Du kannst noch mal mit Puppen spielen. Und dann kannst du mit deinem Bruder auch mit Puppen spielen. Das ist doch mal nett. Die Mama guckt Fernsehen, die Kinder spielen zusammen. Mensch, das ist doch schön. So, du gehst aber erstmal die Toilette verwenden. Dann gehst du nachdenklich duschen. Unser Haushaltsdienst macht das Töpfchen nicht sauber. Das geht ja mal gar nicht. So, ich wollte aber mal ganz kurz gucken, weil wir haben jetzt ja so einen neuen Computer gekriegt, ne? Oh, ich kriege hier so einen Erfolgsteil, weil ich die Karriere vorangeschritten habe. Ha, wir sind so schlau und so geil und yeah. Hallo? Warte, wo haben wir denn? Hier. Dann packen wir da halt 2 Teile rein. So. Ja, bei Levos stelle ich den Megacomputer jetzt nicht hin. Ich werde den hier nämlich verkaufen. Und dieses Mega-Ding, was wir gewonnen haben, wird... Ach, hier ist das Tablet. Mensch. Und ich wundere mich schon, wo der sein Tablet gelassen hat, ne? Meine Fresse, ey. Postmoderne Dusche. Die möchte ich hier unten nämlich auch gern einbauen. Und dafür werden wir das Töpfchen mal verkaufen, weil das brauchen wir jetzt auch nicht mehr lange. So, und hier oben können wir das nämlich auch gleich machen. Dass wir dann hier die Dusche und alles wieder einbauen. Also erstmal die Türen natürlich. So. Aber wir haben ja hier die Dusche geklaut. Das würde ich jetzt gern wieder ändern. So, dass wir dann hier ein Problem haben, wo wir erstmal Move Objects anmachen müssen. Ich kann nicht mal schreiben. Objects. So, das, so geht das. Ups. Ja, wobei, ich möchte eine ganz schwarze Dusche haben. So. Dann machen wir mal so ein schwarzes Ding hier. Und eine schwarze Toilette. Und ein schwarzes Waschbecken natürlich. So, dann machen wir hier das schwarze Universum, hätte ich es jetzt beinahe genannt. So.
Hier noch so einen Spiegel mit einbauen. In Schwarz natürlich. Das Versteck. Ja, nee, das sieht hässlich aus. Das mache ich mal nicht. Okay, wir nehmen jetzt einfach den hier. Den haben wir unten auch, das passt. So, rein für die Optik möchte ich hier aber noch Klopapier hinhängen. So. Dann noch zum Abtrocknen für die Hände. Dann so ein Familienschrank. Und hier gegenüber kann man noch schön so ein Bademäntelchen hinhängen. Und so Handtücher. Aber wir hängen die mal nebeneinander vielleicht. Oder so versetzt. So. Und wir brauchen eine Lampe. Ich mache die erstmal mittig und klaue die Lampe und pack sie ins Bad. So, dann haben wir nämlich schon mal was, was wir hier benutzen können. Und zwar darfst du jetzt hier mal nachdenklich duschen. So. Dann müssen wir ja noch, so, das werde ich mal den Mülleimer packen. Spielst du jetzt noch weiter bitte mit Puppen? Einfach weiterspielen, ja? So, Danik hat einen Morgen, ne? Ja. Wann hat Aya? In 7 Tagen. Alles klar. Er muss jetzt nur noch Töpfchen, glaube ich, hochbringen. Ja. Okay. Wir machen das so, dass du jetzt hier oben aufs Töpfchen gehst und dann schlafen gehst. So, du. Gehst mal auf die Toilette und nimmst auch eine nachdenkliche Dusche. Und ich werde jetzt erstmal eine Torte machen. Backen. Nein. Levos kann ein, das habe ich gesehen, einen Hamburgerkuchen machen. Ich kann das nicht. Ich kann hier allen möglichen Kram machen, aber kein Hamburgerkuchen anscheinend. So, was machen denn deine Fähigkeiten? Motorik ist auf Level 6. Ich glaube, Level 5 müssen die erstmal erreichen, damit das gut ist. So, du machst den Kuchen und du darfst dann mal malen. Und zwar zeichnen ein Fahrzeug. Wir haben jetzt ja schon Formen gezeichnet. Guck deinem Bruder dabei zu, wie er kackt, und dein Bruder guckt dir dabei zu, wie du duschst. Das wird bestimmt mal eine sehr innige, erwachsene Bruder-Schwester-Beziehung. Kannst du bitte aufhören, das auf dem Waschbecken zu machen, bitte. Katze. Untersteh dich. Wann soll ich denn hier meine Geburtstagsparty machen? Ja. Hallo, du sollst die Katze belehren. Oh, du bist vielleicht eine. Mira hat gelernt, nicht in Müll zu spielen. Wow, du bist eine echt super Katze. Also. So. Dann können wir gar keine Party verursachen. Verursachen ist auch gut. Veranstalten, weil ich erstmal einen Frosch verkaufen muss. Das macht der Garten, man kann den noch nicht ernten. Schade. Gesellschaftliches Ereignis. So, ich glaube, man braucht nämlich 100, um so eine Party zu machen, die auch gewertet wird. Und man kriegt dann ja was, ne? Also das kann man dann verkaufen. Deswegen Kleinkind-Spieltreffen ist auch nicht schlecht. Aber wir machen eine Geburtstagsparty. So, Geburtstagssim ist Chihiro. Gastgeber sind natürlich meine Kinder, dann die Papas. Da laden wir einfach irgendwelche Leute jetzt mal ein. So.
So passt das. Wir machen es nicht im Museum, sondern bei uns zu Hause. Es wird ein Kuchen benötigt, sag bloß. Was macht diesen Kuchen? Boah, ich drehe durch. Jetzt funktioniert die Küche schon wieder nicht, oder was? Jetzt räumt sie das auf. Gleich töte ich irgendwas, ey. Jetzt geh kochen. Mann. Stereoanlage. Wir haben gar keine, aber hey. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt mach das fertig. Oh, das kotzt mich an, ne? Man kann hier nichts in Ruhe fertig machen. Da geht das, oder was? Willst du mich verarschen? Ich muss jetzt die Theke dahin stellen, damit du das da nehmen kannst, um das dann da reinzuwerfen. Boah, ich sag dazu nichts. So, warum kann ich hier keine Kerzen drauf machen? Hallo? Jetzt nimmt der nicht. Die nehmen jetzt hier keine Stücke, ne? Hallo, ich will eine Kerze drauf machen. Da, Geburtstagskerzen hinzufügen. Jetzt hör auf, mit den Leuten zu reden. Okay. Abfeiern, sich etwas wünschen. Wir wünschen uns mal etwas. Was hat er? Ein Töpfchenunfall. Oh, weil. Was hat er denn für ein? Oh, die singen aber schön für mich. Ich bin älter geworden. Die Midlife-Crisis wartet. Yeah. Ein Stück nehmen. Okay, Danik darf sich auch ein Stück nehmen. Okay, Danik kommt nicht mehr dazu, sich ein Stück zu nehmen, glaube ich. Okay, wir machen das mal so. Den Geschirrspüler packen wir hier hin und das dahin. Doch, Danik ist auch, das ist schön. Du darfst dir auch ein Stück nehmen. So, wenn die jetzt beide mit Puppen spielen, zählt das dann, dass Sims spielen? Wir gucken mal. Ja, Kuchen essen, das tun wir ja gerade, ne? Okay, ein Stück nehmen, dann hören wir auf. Wie viele sind noch übrig? Drei. Okay. Nehmt euch mal die Kuchenstücke, dann versuchen wir das mal hier hinzukriegen. Okay. Dann darfst du mal mit Puppen spielen. Und du darfst auch weiter mit Puppen spielen. Da, Nick. Geh jetzt mit Puppen spielen. Geh einfach mit Puppen spielen. Warum zählt das nicht? Das finde ich nicht okay. Kann ich am Handy nicht Spiele spielen? Zählt das dann auch? Bestimmt. So. Spiel spielen. Ja, zählt. Geil. Mit Geburtstagssim ein Spiel spielen. Ach du Scheiße. Das ist jetzt zu schwierig, glaube ich. Okay, geschafft. So, kriege ich jetzt hier das noch, dass ich das esse? Ich stopfe hier so viel Kuchen in mich rein, ey. Okay, danach gehe ich auch erstmal die Toilette verwenden. Aber wir kriegen Silber, das ist schon mal gut.
Okay, dann ist der Part schon vorbei. Aber ich klicke nochmal an, dass er aufs Töpfchen gehen soll und dann schlafen geht. Dann hat er nämlich morgen Geburtstag. Sie geht dann auch mal schlafen. Oh Mann, ey, das wird eine Katastrophe. So, nachdem du auf Toilette warst, gehst du auch schlafen. So, ich sage aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.